Schinken, das war mal wieder ein schöner Tag in unserer Prinzessinnenwelt. Aber jetzt geht es langsam nach Hause. Warum muss mein kleines Schwein mich eigentlich tragen? Ich weiß es ja selber nicht. Ladies and Gentlemen, erstmal Ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Prinzessin. Ja, ach Schinken, ich würde sagen, ich bin langsam müde. Ich lege mich ins Bett. Okay, gute Nacht. Ich schlafe hier auf diesem kleinen Heuhaufen. Nein, natürlich nicht. Das ist Schinkens Bett. Ich kann nicht einfach in Schinkens Bett schlafen. Aber bevor wir schlafen gehen, Leute, wollte ich euch erst nochmal zeigen, was wir hier gemacht haben. Denn ihr seht hier vorne, da geht es natürlich zur Insel von der bösen Königin. Und ich habe eine Brücke gebaut, sozusagen. Die Brücke führt jetzt ganz nach oben zu ihrer Insel und sieht wesentlich besser aus als die, die wir vorher hatten. Und nicht nur das, Schinken und ich waren heute mega fleißig. Wir haben alle möglichen Brücken gebaut. Ihr seht das da hinten schon. Da geht es quasi weiter, diese Brücke da oben zu der Insel. Dann geht es da hinten noch weiter zum Piratenschiff, da wo wir das letzte waren, beim Pirat und so weiter und so fort. Das haben wir gemacht heute und Schinken, du kannst dich schon schlafen legen. Ich würde nochmal, Schinken, hallo, wieso steckst du deinen Kopf schon wieder in den Block? Da, raus damit, weg mit deinem Kopf hier. Ich würde nochmal den Prinzessinnen tatsächlich gute Nacht sagen gehen und dann gehe ich, denke ich, auch erst einmal ins Bettchen. Ach, wie schön dieses Prinzessinnen-Schloss doch ist. Oh, da ist der Löwe von Kleopatra und Kleopatra. Die waren doch sonst immer nur auf ihrem Thron. Was machen die denn da? Hi, ist alles in Ordnung? Sitz, Maya! Sitz! Oh, aber Maya sitzt nicht. Maya starrt mich nur an. Wieso macht sie nicht, was ich sage? Keine Ahnung, Kleopatra. Vielleicht musst du sie mal darum bitten. Die anderen sitzen am Tisch. Setz dich doch dazu. Okay, ich bin Kopf an Kopf mit der Löwin hier gerade. Ich glaube, ich gehe mal ein kleines Stück zurück. Übrigens, Leute, das hier ist der Pirat vom letzten Mal. Das hat Theresa gemalt mit einem Herz dahinter. Fand ich total süß. Es kamen einige Bilder wieder von den Piraten. Malt ruhig fleißig weiter. Ihr kommt bestimmt auch nochmal dran. Ihr werdet bestimmt auch nochmal eine Prinzessin hier aufhängen können. Ein Bild von der Prinzessin. Also schickt mir, wie gesagt, eure Bilder auf Instagram. Also wer immer in dieser Folge auftritt, ihr könnt mir auf Instagram das Bild schicken, was ihr dazu gemalt hat. Euer Fanart, mich verlinken. Ich guck's mir an und dann wird ein Fanart zufällig ausgewählt und aufgehängt. Oh, da sitzen die anderen. Was macht Mulan da? Was macht Mulan denn da in dem Stuhl? Hä? Was soll das denn? Möchtest du mit uns Abendessen? Ich habe schon gegessen. Ich hatte schon ein paar Karotten hier. Aber danke. Morgen wollen wir die zweite Etage für die Neuen herrichten. Ach, seid ihr immer noch nicht fertig? Stimmt, die böse Königin wollte das ja nicht, ne? So gut habe ich noch nie gegessen, sagt sie. Ah, eine Karotte. Lecker. Aber ich wollte eigentlich nur gute Nacht sagen, Leute. Also schlaft gut und so. Gute Nacht, okay, gute Nacht, alles klar. Kleopatra, ich gehe jetzt schlafen. Tschüss, kleine Löwin. Wir sehen uns dann irgendwie morgen oder sowas. Ah, ich hatte heute nämlich einen echt harten Tag. Was ist das denn? Leute, da sitzt ein Vogel. Hi. Wer bist du denn, kleiner Vogel? Was machst du da auf dem Briefkasten? Ist das eine Taube? Das ist eine Taube, oder? Die guckt mich die ganze Zeit so an. Warum starrt die mich so an? Was hat sie... Da ist ein Brief drin. Warte mal, was ist denn das für ein Brief? Da... Hast du den hergebracht? Ich glaube, das ist eine Brieftaube. Die hat den Brief hierher gebracht. Wie hat sie das denn gemacht? Ey, in den Briefkasten sogar rein so. Wow, zackig, knackig. Okay, lass uns mal gucken. Also hier ist ein Buch und eine Feder drin. Und ein Kompass. Okay. Buch und Feder. Liebe Prinzessinnen, ich benötige eure Hilfe. Eine böse Hexe hat mich in einen Turm gesperrt und nun komme ich nicht von hier weg. Könnt ihr mir helfen? Die Prinzessin mit dem goldenen Haar. Das war's? Also eine Prinzessin mit dem goldenen Haar wurde in einen Turm gesperrt von einer bösen Hexe und wir sollen ihr helfen. Und dieser Kompass wird uns wahrscheinlich, der sieht so cool aus, der wird uns wahrscheinlich zu ihr führen, oder? Danke, kleine Brieftaube, ich kümmere mich darum, den hat sie bestimmt uns geschickt. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich schlafen gehen und jetzt hier die Nacht so ein bisschen genießen. Aber, Leute, wir haben eine neue Aufgabe. Eine neue Prinzessin gilt es zu retten und die werden wir jetzt finden mit dem Kompass. Wo zeigt er hin? Der Kompass zeigt nach... Da irgendwie, ich glaube, am ehesten auf die Insel da. Lass uns mal gucken gehen. Vielleicht ist es ja wirklich auf der Insel. Aber da waren wir eigentlich schon bei Kleopatra. Auf der Insel sind wir schon längst gewesen. Aber wir gehen mal schauen. Vielleicht können wir von da aus ja die Prinzessin mit dem goldenen Haar finden. Wo jetzt lang? In die Richtung. Warte mal. Da ist ein Turm.
Ich kann das in den Schatten schon sehr gut erkennen. Das ist ein Turm. Und der ist extrem hoch. Junge, alles klar. Sie hat ja geschrieben, dass sie in einem Turm eingesperrt wurde. Wollen wir da rübergehen? Aber wie machen wir das? Habe ich Holz dabei? Ich habe eine Enderperle. 16 Holz werden nicht reichen, aber wir haben eine Enderperle. Ja, dann versuchen wir es doch einfach damit, oder? Oh mein Gott. Oh Gott, ich darf das jetzt nicht, oh nein, ich darf das jetzt nicht irgendwie verwerfen oder sowas. Okay, Leute, das wird hart. Das wird hart. Wir versuchen, die Insel da zu treffen. 3, 2, 1. Oh, bitte komm an. Bitte komm an. Oh mein Gott, war das knapp. Hab ich ein Schwein gehabt? Da sind Ritterrüstungen in dem Turm. Lass uns mal ganz in Ruhe schauen, was es hier mit diesem Turm auf sich hat. Also das könnte er sein. Hey, hier ist ein Loch im Baum. Da ist nichts, okay, schade. Und Kerzenhalter und sowas? Warte mal, da geht's nach oben. Da geht's richtig weit hoch. Aber wie kommt man denn da hoch? Hey, hier gibt's ja keine Treppe. Das kann doch nicht wahr sein. Das verstehe ich nicht. Hier gibt es keine Treppe? Und hier gibt es auch keine Leiter. Oder seht ihr irgendwas? Hä? Das ist richtig merkwürdig. Da vorne ist eine Leiter. Vielleicht da draußen am Baum? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein... Hier sind Enderperlen drin. Ja, nehmen wir einfach mal mit, oder? Ziemlich cool. Hier geht es wirklich nach oben. Mal gucken. Hey, da ist noch ein Haus. Das ist auch ganz schön hoch, das Haus da. Sieht richtig cool aus, aber irgendwie sieht das aus wie ein Hexenhaus. Ja, voll merkwürdig. Da ist ja jemand. Wer ist denn das da oben? Hallo? Ein Glück, du bist gekommen, um mich zu retten? Ja, ich bin hier, um dich zu retten, denke ich. Du hast den Brief geschrieben mit der Brieftaube, kann das sein? Oh mein Gott. Mein Name ist Rapunzel und eine gemeine Hexe hat mich in diesen Turm eingesperrt. Kann es sein, dass die Hexe da in diesem Hexenhaus wohnt? Die einzige Möglichkeit zu entkommen, ist ihr die Ranken zu stehlen. Ach so, damit ich da hochkomme, kannst du nicht einfach dein Haar runterwerfen oder sowas? Obwohl, das wird, glaube ich, ein bisschen wehtun. Sie bewahrt sie in ihrem Hexenhaus auf. Aber pass auf, dass sie dich nicht erwischt. Also soll ich jetzt Ranken stehlen? Sie nickt. Okay, aus diesem Hexenhaus und dann können wir dich befreien. Kannst du nicht deine Haare runterlassen, Rapunzel? Du bist doch bekannt dafür. Zeig mir mal deine Haare. Hat sie überhaupt lange Haare? Oh, sie hat wirklich lange Haare. Die gehen ihr bis zu den Füßen, aber nicht weiter. Okay, ich versuch's, Rapunzel. Ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Okay. Also, das ist denn wohl das Hexenhaus. Und die hat Ranken irgendwo in diesem Haus? Und wir sollen die stehlen. Von mir aus, ich versuche das mal. Also das sind eine Menge Ranken. Wir können ja gleich mal gucken. Ich versuche mal. Wir haben ja jetzt eine Enderperle. Ob wir da irgendwie rüberkommen oder sowas. Ich weiß nicht, ob wir das von unten besser werfen sollten oder von oben. So, dass wir so ein bisschen... Oh Gott, da ist die Hexe. Oh, verstecken. Da ist die Hexe. Hat die uns gesehen? Oh nein. Okay. Jetzt ganz sneaky. Warte, sie guckt gerade. Sie guckt gerade ein bisschen weg. Okay, okay. Wir müssen versuchen, irgendwie... Okay, ich werfe einfach mal eine. Oh mein Gott. Oh, bitte komm an. Bitte komm an. Bitte komm an. Okay. Das hat ein Geräusch gemacht. Jetzt lass uns schnell verstecken. Ich hoffe nicht, dass sie das gehört hat. Warte mal, so. Sind wir zu... Okay, so können wir sneaken. So können wir sneaken. Sie ist oben. Sie schaut sich um. Aber ich glaube, sie hat es nicht mitbekommen. Oder sucht sie? Ich hoffe, sie kommt nicht runter. Oh, bitte nicht. Nee, sie scheint irgendwie gerade weg zu sein. Okay, okay, ganz in Ruhe. Dann werden wir uns jetzt mal hier umschauen. Also, wir kommen auf jeden Fall nicht bei der Treppe hoch, weil sie da die ganze Zeit Wache steht. Kommen wir irgendwie anders rein in das Haus? Lass uns mal schauen. Ich glaube, sie ist da oben irgendwo. Warte mal, seht ihr sie? Könnt ihr sie... Ich guck mal hier rum. So, jetzt wieder sneaken. Ja, sie steht da oben. Okay, die Hexe steht da oben. Dann machen wir das jetzt so. Wir müssen... warte mal. Da können wir hoch. Glaube ich. Lass uns mal gucken. Und? Ja! Hier kommen wir nach oben. Kommen wir dann nach ganz oben? Warte mal. So?
Ja, aber jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Okay, wir müssen wohl hier hin. Warte mal. Da ist die Hexe. Oh nein. Leute, ich glaube, ich muss direkt an der vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen. Die guckt zwar gerade nicht her. Oh nein. Wie wollen wir das denn sonst machen? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts, womit ich laut sein könnte oder sowas. Okay, wir können ein Glück haben. Ich sneak mich jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Ah, heiß, 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 heiß. Okay, okay. Wir sind hinter ihr. Sie guckt sich um. Warte mal. Jetzt guckt sie wieder weg. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir sind drin. Wir sind drin. Wir sind drin. Sie hat es nicht gemerkt. Und jetzt müssen wir hier drin irgendwie Rang finden. Okay. Oder wollen wir die einfach von draußen abbauen und die Einzelnen da... Ich weiß es nicht. Meint ihr, sie hat eine Schere hier? Weil ich habe keine Schere dabei. Was ist denn das hier? Weinballs. Okay. Das sind Weinballs. Was... Das sind Ranken. Damit wirft man Ranken. Als ob... Das ist ja mega cool. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Warte mal. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier schnellstmöglich wieder rauskommen. Und die Hexe uns hoffentlich nicht erwischt. Okay, also Leute. Jetzt ganz leise hier die Treppe runter sneaken. So. Alles cool. Oh nein. Oh nein. Was machst du hier? Verschwinde. Okay, ich bin ja schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ah, was machen wir? Ah, schnell weg. Oh, wir sind da, wir sind da. Alles in Ordnung? Und? So, jetzt kommt sie nicht hinterher, oder? Kann sie hinterherkommen? Oh, ich hoffe nicht, Leute. Oh nein. Aber wir haben die Weinballs. Jetzt ganz ruhig. Wir müssen hochgehen. Wir wollen Herr Rapunzel eigentlich da retten. Oh, ich hoffe, dass die Hexe mich nicht verfolgt. Seht ihr sie irgendwo noch? Ich hoffe, dass sie nicht hinter uns her ist. Oh, das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Also, Rapunzel! Rapunzel, komm doch! Wie machen wir das denn jetzt? Soll ich das einfach hochwerfen? Ich versuche das mal. Wie machen wir das? Warte mal. Also von hier vielleicht so hoch wie möglich, oder? Okay, Leute. Let's go! Geht das? Und? Nein! Was? Alter, ist das eine lange Ranke. Hä? Richtig krass. Ich dachte gerade, ich hätte falsch geworfen, aber alles cool. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Wir haben noch 3 Stück übrig. Wir müssen jetzt noch ein Stück höher kommen. Aber das kriegen wir hin. Es geht ja jetzt erstmal nur bis hier. So, warte mal. Jetzt vielleicht noch ein Stück? Ja! Nice! Okay. Haben wir es? Es geht nicht bis ganz oben. Okay. Ein ganz kleines Stück noch, Leute. Ein ganz kleines Stück. Wir haben noch genug Ranken und... Juhu! Wir haben es geschafft! Yeah! Nice! Wir sind oben! Rapunzel? Hey, jetzt wach doch mal auf, Rapunzel! Ich bin hier, um dich mitzunehmen! Rapunzel, auf! Ja, genau! Hi! Ja, du hast wahrscheinlich lange keinen Besuch, aber da bin ich! Ich habe hier übrigens noch einen Weinball! Du hast es geschafft! Lass uns schnell verschwinden, bevor die Hexe es bemerkt! Oh, du hast recht, wir sollten wirklich schnell abhauen. Die sah nämlich ziemlich gruselig aus. Okay, dann komm. Was? Warte. In der Kiste dort ist noch so ein merkwürdiger Block. Vielleicht sollten wir ihn mitnehmen. Hast du etwa einen Monument-Block? Yes! Nice! Rapunzel hat einen Monument-Block. Und zwar pinke Wolle. Den pinken Monument-Block hat Rapunzel bei sich zu Hause. Alles andere, würde ich sagen, nehmen wir auch einfach mal mit hier. Das können wir ja auf jeden Fall mal gebrauchen. Diamantaxt, ein paar Goldäpfel und sowas hier. Ein Wurftrank und so weiter. Das nehmen wir alles mal mit. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zurück nach Hause. Weißt du, was wir machen können? Wir können mit einer Enderperle... ach so, du hast gar keine Enderperle, oder? Oh nein, okay Rapunzel, ich habe ein bisschen Tropenholz bekommen. Dann baue ich uns jetzt mal einen Weg zurück nach Hause. Sieh mal, da vorne ist meine Insel. Hier ist quasi mein Zuhause. Gefällt sie dir? Wie findest du meine Insel? Gefällt sie dir? Ja? Okay, cool. Rapunzel mag meine Insel. Ich zeig dir nochmal, was man hier so machen kann. Also, ich habe ein Hausschwein, das heißt Schinken. Schinken, komm doch mal. Oh, jetzt wird sie sich wahrscheinlich wundern, warum ich mein Schwein Schinken nenne. Ja, hier, komm. Wir müssen Rapunzel mal Hallo sagen. Guck mal, Rapunzel, das ist mein kleines Schwein Schinken. Ist Schinken nicht süß? Ja, die verstehen sich gut. Oh, das ist ja herzallerliebst. Jetzt komm mal mit. Ich habe nämlich auch für dich ein neues Zuhause. Und dein Zuhause ist noch viel cooler als mein Zuhause. Dazu müssen wir einfach mal, zack,
diesen Knopf hier drücken, da ist Rapunzel auch schon. Und hier vorne, ich zeig dir sofort dein Zuhause, aber als erstes Mal muss ich diesen Monument-Block, den wir gerade gefunden haben, hier einfügen. Und zwar Pink Wool kommt an diese Stelle, allihop, und da steht der nächste Monument-Block. So, jetzt kommen wir mit Rapunzel. Das hier ist unser Prinzessinnen-Schloss. Die anderen Prinzessinnen sind wahrscheinlich noch irgendwie wach oder sowas. So lange war ich ja gar nicht weg. Au, versucht sie da immer noch in Löwen? Maya, Sitz! Okay, sie versucht immer noch im Löwen Sitz beizubringen. Das scheint ja irgendwie nicht ganz so gut zu klappen. Das ist Kleopatra, da hinten sitzen die anderen Pappnasen und genau, und du kriegst auch ein Zimmer, komm mal mit nach oben. Und einer von den Zuschauern, der wird ein Bild von dir malen. Dafür kannst du gleich nochmal hübsch posieren, wenn du möchtest. Und dann kommt nämlich ein Bild an dein Zimmer und ich habe gedacht, guck mal hier, Rapunzel? Oh, die guckt sich da gerade wahrscheinlich das dunkle Zimmer an. Rapunzel hier vorne, das ist, könnte dein Zimmer werden. Boah, hast du lange Haare. Guck mal, die Haare gehen ihr wirklich bis zu den Füßen. Ich habe gedacht, das könnte doch das Turmzimmer werden, in dem Rapunzel eben leben kann. Dann bauen wir dir das noch ein bisschen hoch und dann hast du einen Turm. Ich weiß, wahrscheinlich hatte sie schon genug von Türmen, aber hey, vielleicht ist es ja auch ganz nett. Okay, Leute, das war heute die Folge mit Rapunzel. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer mal einen Daumen da. Ja, lasst mal euren Daumen da. malt ein Bild von Rapunzel und verlinkt mich auf Instagram. Dann kann ich das nämlich hier vorne direkt einfügen. Dann können wir nämlich hier ein wunderschönes Bild von Rapunzel hinhängen. Ja, Leute, wir sehen uns natürlich morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Vergesst nicht, Minecraft Zombie einzuschalten. Kommt ab sofort immer mittwochs und sonntags. Wir sehen uns dann. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!